Münchner Nachtleben Party. Für alle, die es am Türsteher vorbeigeschafft haben. Es geht leider nicht, tut mir leid. Schönen Abend noch. Dankeschön. Und wieso? Wir sind eingeladen worden. Das habe ich gerade so entschieden. Promi sein hilft. Meistens. Oder blanke Schönheit. Ich sag's mal so, wenn man in der Modebranche arbeitet, hat man es einfach. Die lassen nicht uns rein. Was soll das Scheiße? Nein! Okay. Du beleidigst mich. Hier sagst du mir, ich bin nicht locker. Ich bin total locker. Merkt ihr was? München. Schön, reich, teuer. Gehasst, verachtet, belächelt. Den Münchnern ist das egal. Die Stadt ist und bleibt eine der beliebtesten weltweit. Deutschlands teuerste Shoppingmeile, die Maximilianstraße. Luxusjuweliere, teure Modelabels. Ein Synonym für offen zur Schau getragenen Reichtum. Jetzt soll der Boutiquenboulevard auch zum Ziel für reiche Nachtschwärmer werden. Und Damir Pfister wird über sie herrschen. Er ist als Türsteher für den neuen Nachtclub engagiert. Ja, ich würde mal sagen, der Club, der neue in München. Ja? Also ein Freizeitheim für Erwachsene, so würde ich es mal beschreiben. Das ist aber jetzt nicht dein Laden, sondern du bist wieder in einer ursprünglichen Tätigkeit. Ich bin Dienstleister sozusagen. Ja, ein Freund von mir macht das. Ja, der ist aus der Formel 1 und der hat mich gefragt. Und ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich finde, diese egomane Stadt München braucht sowas. Ja. Noch 3 Stunden bis zur Eröffnung des Hell-Leven. Dann wird die Partygesellschaft ihr neuestes Spielzimmer begutachten. Überall wird noch gearbeitet. Damir Pfisters Arbeitgeber, Geschäftsführer Johannes Meyer, setzt vor allem auf Luxus. Die Gäste, wir haben Rolls-Royce als Shuttle-Service, den wir auch immer haben, das ganze Jahr. Wir sind jetzt sehr, sehr voll, weil wir gestern noch die ganzen Modelagenturen, wir haben uns heute um die 60 Mädels geschickt, wo wir heute Zusagen gekriegt haben. Wir haben jetzt 528 Leute auf der Liste stehen. Hat mir die Carmen geschrieben, ne? So, dementsprechend brauchen wir heute auch die harte Hand der Tür. Er hat ja mich auch ausgewählt, weil ich jemand bin, dem es ja relativ wurscht ist, ob man mich mag oder nicht. Damir Pfister war jahrelang der Schrecken des Nachtlebens. Als unnachgiebiger Türsteher der Nobel Disco P1. Abend. Ich bin der Damir, Türsteher des Etablissements P1. Und wir lassen hier nur Stammgäste rein. Definition, die Leute, die ich kenne oder die auf der Gästeliste sind. Wie die Jungfrau zum Kind bin ich dazu gekommen. Ich komme eigentlich aus der Fashionbranche, hatte lange Zeit einen Laden. Ja. Habe dann das erste Mal, glaube ich, im ganz, ganz uralten P1 noch im anderen Flügelteil die erste Modenschau gemacht und hatte relativ schräge Gäste da. Also sehr viele Schwule, Transen und so weiter, die auch Show gemacht haben. Und dann haben sie mich irgendwann gefragt und irgendwann mal ein Jahr später habe ich Ja gesagt. Ja. Damirs Tür galt als die härteste von allen. 10 Jahre lang. Kenn ich auch nicht. Was ja? Heute geht's schon. Nein, heute geht's eben nicht. Sorry, kenn ich nicht. Und die Dame, weiß ich nicht. Den kennst du, das ist mein Freund. Nimm deinen Freund mit rein. Sonst mache ich da keine Ausnahme. Sorry. Bin ich echt zum Hauen? Okay, viel Spaß. Das war auch mal was. Was bringt's nicht? Ich bin jetzt gefragt, wo ich überhaupt reinkomme. Hier weiß ich nicht. Also, ich habe die Tränen nicht gesehen, aber. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, weil heute, wenn ich irgendwo hingehe und nicht reinkomme, drehe ich mich um und versuche in den nächsten Laden zu gehen. Also das berührt mich jetzt nicht so. Noch nie hat ein Club das P1 übertroffen. Heute greift das Hell-Leven den Platzhirschen an. Alles soll exklusiver sein, besser und natürlich teurer. Was kosten die so im Durchschnitt? Also wir haben einen Preis zwischen 3,90 und 4,40. Die Champagnerpreise sind relativ gestiegen, weil einfach die Nachfrage zu hoch war. Teure Getränke, reiche Gäste. So einfach ist das Kalkül. Das wird sich ja selber ein wenig aussieben. Ja? Also, viele von meinen Spätzen sagen, ich zahle doch hier keine 8,50 für ihre Bier oder so. Ja? Aber wir sind natürlich auch so, dass das zu unserem Konzept gehört, dass wir die tollen, schönen Frauen hier ein bisschen feiern und einladen und so weiter auf die ersten 2 Getränke. Und dann wird sich schon der eine oder andere Mann finden, der das dann weiter produziert. Das Hell-Leven soll Deutschlands teuerster Club sein, auch in Zeiten der Krise. Das ist mit echtem, purem Weißgold, diese Flasche. Und das ist beim Verkaufspreis ca. 40.000 Euro. Geht es dann hier nur flaschenweise oder gläserweise?
das geht dann nur flaschenweise. Und ich glaube, trotz Wirtschaftskrise etc., ja, ist genügend Spielraum, aber auch nur, weil dieser Laden eine bestimmte Größe hat. Ich glaube, mit 500, 600 Leuten oder sowas wäre das um einiges schwieriger. Ich meine, das P1, das ist halt jetzt mittlerweile wirklich ein Großraumdiskothek. Der Crown's Club ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Und ich glaube wirklich, dass in München so eine Geschichte, die wirklich ein erwachsenes Publikum, ja, ein vielleicht auch elitäreres oder exklusiveres, dass sowas fehlt. Ein kleiner Seitenhieb auf den früheren Arbeitgeber, das P1. Seit den wilden Promi-Partys in den 70er Jahren der bekannteste Club der Nation und entsprechend überlaufen. Die Philosophie vom P1 ist ja sehr einfach. Diese strenge Tür, keinen Eintritt verlangen, etwas erhöhte Preise und schöne Frauen müssen drin sein. Und ungefähr 10% Gays. Und wenn das alles funktioniert, dann können wir uns brüsten, einfach eine gute Tür gemacht zu haben. Und die Leute, die da nicht reinkommen, die gehen dann in die anderen Städte und sagen dann, oh, da kommt man nicht rein. Und so ist das entstanden. Dazu kamen natürlich als Zuckerl noch die ganzen Promis. Olli Kahn lernte hier seine Verena kennen. Babs tanzte mit Boris. Auf dem Parkplatz stehen heute aber auch die Luxusautos des gewöhnlichen Volkes. Und alles drängelt sich vor dem heutigen Türsteher Dirk Smacher. Was ist denn ein guter Mix? Auf was arbeitest du hin? Auf gute Laune und ein angenehmer Abend, der stressfrei ist, wenig aggressive Leute. Der 46-Jährige hat bei seinem Vorgänger Damir gelernt. Guten Abend. Hallo. Ihr seid auf der Gästeliste? Nein, dann tut es mir sehr leid. Seit 5 Jahren steht Dirk Abend für Abend am Einlass. Oberstes Gebot, cool bleiben. Bitte? Wie schon gesagt, Gästeliste heute. Aha. Tut mir leid, Vorsicht bitte. Das Zauberwort Stammgast, die kommen immer rein. Auf der Gästeliste. Am Anfang ist ja kein Mensch als Stammgast geboren. Ja, das ist klar. Ich meine, ich bin ja nicht als Türsteher geboren worden. Ich bin ja auch irgendwann mal hier angefangen. Und es hat auch damit angefangen, dass ich hierher gekommen bin. Und dann irgendwann mal die Leute hier kennengelernt habe und dann hat sich das alles so entwickelt. Und neue Leute kommen halt mit diesen Stammgästen immer dazu und entwickeln sich dann auch zu solchen. Das ist also der Trick, erstmal mit jemandem mitlaufen, oder? Genau, mit jemandem kommen, wenn es passt, dann geht das und dann lernt man sich auch kennen und das ist eine ewige Entwicklung. Es gibt tatsächlich ein Rezept, Stammgast zu werden. Die man nicht gekannt hat, die hat man ein Jahr lang am Montag reingelassen. Ja. Dann irgendwann war es der Donnerstag. Und wenn dann der Barkeeper gesagt hat, das ist ein guter Gast, dann hat man ihn 3 Jahre später an einem Samstag reingelassen. Ja. Wir haben einen Tisch, der Chef ist nicht hier. Kann ich immer so mit den Beinen so da vorne. Ist ein bisschen kalt. Echt? Ne? Verstehst du, was ich meine? Jetzt mal was angezogen, was das Bein schön warm hält. Andere Möglichkeit, einen großen Tisch reservieren, ein paar 100 € Umsatz machen. So kommt man auf die Liste. Aber eine Garantie ist das auch nicht. So eine Aggressivität. Ich habe nur gebeten, kurz auf die Seite zu gehen. Ja, du musst mich aber nicht schubsen. Hab ich dich doch nicht geschubst. Ja, nein, hab ich doch gar nicht. Ruhig sagen. Hallo. 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 Wir sind Müller, Warmland. Das geht leider nicht, tut mir leid. Schönen Abend noch. Dankeschön. Und wieso? Wir sind eingeladen worden. Das habe ich gerade so entschieden. Hallo. Wer ist bei dir noch? Wir sind alle zusammen. Wir sind alle zu mir. Aber er kommt dazu. Ja, dann geht's leider nicht, tut mir leid. Manchmal stehen Leute drauf hier auf der Gästeliste und die passen halt nicht zu dem Abend oder aus irgendwelchen Gründen und werden dann trotzdem nicht eingelassen. Das kann natürlich auch schon mal passieren. Wir haben für 450 € eingekauft. Da haben wir uns gesagt, wir können... Du hast für 450 € bei so. Warmland eingekauft? Ja, da haben wir uns gesagt... Mensch, das ist ja Wahnsinn. Nee, also mal ganz ehrlich. Ja. So, und da hat man das mache ich aber täglich. Ist in Ordnung, aber ja. Man hat... Jetzt, schau mal, es geht leider heute nicht mehr. Wir sind voll, es geht nicht mehr. Tut mir leid. In aller Ruhe. Du gehst ganz in aller Ruhe, es geht leider nicht. Das ist scheiße, mal ganz ehrlich. Da, das ist der Grund, warum es nicht geht. Vielen Dank. Dankeschön. Ey, komm ehrlich. Kein Bock auf so einen schwulen Scheiße. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut erkannt. Der Mann ist der Wahnsinn. So. Also so eine Pfeife, die da an der Tür steht, also ganz ehrlich. Dann noch viel Glück und viel Spaß. Danke. Ja, danke. Also, ciao. Ich hatte ja zum Anfang schon mal erwähnt, dass ich auch ein bisschen darauf achte, dass hier wenig Stress entsteht. Und das war ein Typ, der hätte gestresst. Das habe ich schon festgestellt. Das heißt, ist egal, auf welcher Liste der steht? In dem Fall ist es dann egal, ja. Das nehme ich mir dann einfach mal raus. Nur 2 Steinwürfe entfernt in der Maximilianstraße, kurz vor Eröffnung der P1-Konkurrenz Helleven. Am Eingang hat Türsteher Damir Pfister Position bezogen und klärt ein paar Feinheiten.
die Leute werden hier wie wild da sein. Da vorne würde ich die Gästeliste reinlassen. Das heißt, alle Leute, die diese Einladungen haben und so weiter, können rein. Ich habe hier die Möglichkeit, jederzeit einen Ausgangsbereich zu machen. Ich habe hier die Möglichkeit, jederzeit in der Mitte die Leute reinzulassen. Ja, und ansonsten wird nach jedem immer wieder zugemacht. Wir müssen uns Zeit lassen. Ja. Alles nicht so einfach. Wie auch der Clubname. Ein Wortspiel aus Hölle, Himmel und der Hausnummer. Ja, jetzt versuchen wir immer das zu entziffern. Also ich würde sagen, Hell 11, Hölle und... Das ist einfach so zu kompliziert. Und nach 25 Wodka Red Bull passt das sowieso nicht mehr. Dann heißt das einfach nur noch die 11. Wie auch immer. Eine Etage tiefer werden die beiden wichtigsten Accessoires des neuen Luxusclubs in Szene gesetzt. Der 40.000 Euro Champagner und ein teures Model. Das ergibt auf jeden Fall eine nette kleine Schlagzeile. Auch Damir darf vor die Kamera. Schließlich ist er Münchens prominentester Türsteher. Warum haben Sie jetzt vom Damir die Bilder gemacht? Weil ich den Auftrag bekommen habe von meinem Chef, sozusagen. Der hat gesagt, ich soll den Damir fotografieren, der ist ein wichtiger Mann. Wichtiger Mann? Ja, klar, genau. Der ist, der schmeißt alle Leute raus, wenn es sein muss. Man darf Türsteher nicht mit einem Rausschmeißer verwechseln, auch wenn Damir in seinen jungen Jahren dieses Handwerk sehr gut beherrschte. Nerv mich nicht, schlaf den Rausch aus und dann kommst du irgendwann rein. Nein, rock'n rauf hier. Servus, bitte. Auch wenn das nicht jeder verstehen konnte. Nein, nein, pass auf. Ich hab anfassen. Nein, nein. Pass auf, ich hab die Flasche getrunken, ich hab ein Recht. Du hast kein Recht. Zu trinken. Du hast kein Recht. Doch, natürlich. Nein, du hast kein Recht. Das ist meine Flasche. Vergiss es. Sorry. Schau mal, schau mal. Gut, also ich würde eh sagen, dass fast jeder Türsteher ein wenig etwas mit Kampfsport zu tun hat und sich natürlich körperlich zu erwehren wissen muss. Ja. Das Problem bei den Türstehern ist natürlich, wir können nicht weglaufen oder können nicht den Kürzeren ziehen. Wir sind dort und haben den Laden zu vertreten. Das heißt, wenn du Aggressoren vor dir hast, dann musst du dementsprechend auch reagieren. Ein guter Türsteher sollte sich aber auf keinen Fall irgendwie von Worten oder sowas reizen lassen, sondern erst wirklich, wenn die physische Grenze überschritten wird. Ja. Und das gab es natürlich in 10 Jahren zu Häufe. Ja. Es sind ja genügend Irre unterwegs. In München eröffnet der teuerste Club der Stadt, das Hell 11. Die geladenen Gäste warten schon ungeduldig. Drinnen fehlt noch der wichtigste Mann. Okay, wo ist der DJ? Bülent, wo ist der DJ? Ich mach mal Musik, dass sie da ist. DJ fehlt trotzdem. Die erste Runde geht an die Crew. Auf das, dass es ein erfolgreicher Start wird, auch langfristige Erfolge bleibt, dass wir alle im Team bleiben, dann sage ich Prost. Tschüss, viel Erfolg. Für die Türstehertruppe wird es ernst. Als Verstärkung hat sich Damir Pfister Verena Staudinger geholt. Nur 500 vom Chef geladene Gäste dürfen rein. Jeder bekommt Getränkechips für 50 Euro. Die reichen für 5 Bier oder 2 Longdrinks. Die Speisekarte zieht vorwiegend Männerblicke auf sich. Ja, Speisekarte doch recht exklusiv, würde ich sagen, oder? Luxus und nackte Haut. Endlich ein passendes Motiv für die Fotografen. Der Inhalt ist nicht so wichtig. Was ist eine Snow Queen? Das weiß ich leider nicht. Müsste man einfach mal bestellen und ausprobieren, dann weiß man, was bei Snow Queen kommt. Ein guter Tipp, vorausgesetzt, man dringt überhaupupt so weit vor. Die Jungs passen nicht für heute, nicht bei der offiziellen Eröffnung. Wie ist von den Betreibern sozusagen per Gästeliste eingeladen worden, da sind die Jungs nicht dabei und dementsprechend geht's auch. Sorry. Leider nein. Ein bisschen enttäuscht oder so? Ja. Sie müssen sich eine alternative Abendgestaltung suchen. Für die anderen geht's mit dem Schickeria-Gruß ins Getümmel. München ist Pussy-Pussy-Stadt. Ja, ja.
kommst auf ein paar hundert am Abend, was? Ja. Wenn ich Pech habe, gehe ich mit dem Herpes nach Hause. Mit der 30-jährigen Verena Staudinger arbeitet Damir seit 5 Jahren zusammen. Damir streicht alle Gäste, die nicht vom Chef auf die Liste gesetzt wurden. Über wen sollen es? Von Maxi. Von welchem Maxi? Vom Eger? Ja. Wie viel seid ihr da? 3 Mädels. Ja, das Problem ist, dass diese Listen, also Barkeeper konnten niemanden auf die Liste setzen, ja? Da die Gästeliste komplett zu war. Wir haben 600 Leute auf der Gästeliste und wir haben nur Platz für 300. Ja, ja, schon gemein. Weil wir haben einen Freund, der arbeitet dort an der Bar und ja, ich bin gedacht, wir kommen rein. Jetzt kommen wir halt nicht rein. Jetzt? Kino. Ja, zu Hause. Jetzt gehen wir nach Hause. Ciao. Eine Etage tiefer wird die neue Disco eingeweiht. Der 200 Quadratmeter kleine Club soll eine heimelige Atmosphäre bieten. Die Gäste sollen sich wie zu Hause fühlen. Besonders schöne Frauen trinken umsonst. Das sorgt für den gewünschten Damenüberschuss. Wo Prominenz erwartet wird, ist auch Gesellschaftsfotograf Goran Nitschke. Er hofft auf ein paar lohnende Bilder. Aber ganz unüblich, im Hell-Leven ist Presseverbot. Fotografen müssen draußen bleiben. Nur die Liste der geladenen Promis ist zugänglich. Das ist ein Konzept des Clubs, dass wir die Gäste einfach, den Gästen die Möglichkeit geben, um die wirklich in Ruhe zu feiern und nicht am nächsten Tag irgendwo ihr Foto in der Zeitung zu sehen. Sie kommen ja alle wieder reinkommen und wieder rauskommen. Also von daher, wenn man Durchhaltevermögen hat, kriegt man alles noch. Alles vielleicht nicht, aber wenigstens erscheint TV-Darstellerin Nicole Belstler-Böttcher. Früher bin ich nicht ins B1 gekommen. Auch bei Damir? Das ist ja lang vor, ich bin 45, das war lang vor Damirs Zeit. Da bin ich nicht reingekommen, da muss ich immer mit Freundinnen reingehen. Hat aber auch was Gutes, wenn man irgendwo nicht rein soll, man muss nicht überall rein. Aber schön ist es doch, wenn der Promi-Bonus das Schlange-Stehen erspart. Damir kennt die wichtigsten Leute und gehört selbst schon ein bisschen dazu. Eine kleine Prominenz? Ich würde sagen Legende. Weil der Damir war, also als ich klein war und P1 war einfach, der Damir war die Schlüsselposition. Ja, weil er hat eine harte Tür gemacht. Wenn Damir nicht kannte, den hat er nicht reingelassen. Daran hat sich auch heute nichts geändert. Sie sind auf der Gästeliste? Sie sind auf der Gästeliste? Ich denke, ja. Sie auch? Sie auch? Ich werde entscheiden, ob Sie tatsächlich rein können, wenn Sie auf der Gästeliste sind. Ja, genau. Sind Sie Polizist oder? Bitte sowas, ja. Ja, genau. Zumindest die Exekutive hier. Ausweis, ja. So, ein Namen bitte schön. Wollen wir versprechen hier? Volker Schmidt. Schmidt, Volker. Ja, da. Volker, hat Glück. Wie heißen Sie? Norman the Doorman. Ormen. Ormen, genau. Ah, ja, da haben Sie einen Wurm auch im Ohr. Ja, richtig. Mittlerweile von Ihrer Stimme. Ja. Okay, wir haben 2 Personen. Und 2 Personen? Ha? Also 30. Wie viel? Mit 2 mir 3. Auf der Liste und 3 Personen an der Stelle. Nee, geht nicht. Nur 2 Personen können dann rein. Sehen Sie, jetzt bin ich doch richtig. Ja. Als Exekutive. Da schauen Sie unter Stuck. Na, Sie sind ja nicht der Stuck. Ja, ja, aber der Junge kommt. Ja, ja, der kann ja dann rein. Dann müssen wir warten, bis er da ist. Ja. Ja? So einfach ist das. Was Damir nicht weiß, der respektlose Gast ist mit dem Clubbesitzer befreundet. Beim Chef endet die Macht des Türstehers. Bevor er sich verrät, da. Danke. Kurz warten. Seid ihr auf der Gästeliste? Ja. Name? Felix Schürrl. S-C-H-I-R-L. Schürrl. Ist alles in Ordnung? Wunderbar. Sind wir wieder gut, oder? Freut mich. Der war irgendwie von Stuck und hin und her und der hat mir einfach zu viel geredet. Ja. Und dementsprechend war ich auch ein bisschen frecher. Ja. Auch ein Türsteher ist nur Angestellter. Er musste selbst auch schon mal draußen bleiben. Du, das war zu meiner Anfangszeit im P1. Bei meinem späteren dann Geschäftsführer bin ich immer mal wieder gescheitert. Ja. Aber da hatte ich auch noch so komische Anzüge mit so Schulterpolstern. In die Münchner Nobeldisco P1 passen 1500 Besucher. Die Frauenquote ist besonders hoch. Das wiederum lockt Männer an. Und die bezahlen in der Regel für Getränke. So läuft das Geschäft. Wer da nicht ins Bild passt, hat schlechte Karten. Nur Stammgäste Reservierung, bitte. Ein junger Mann ist besonders hartnäckig. Eine halbe Stunde steht er schon in der Kälte und sieht, wie ein Gast nach dem anderen eingelassen wird. Schließlich hat er eine Idee. Ja. Frau ist schon drin.
Tut mir leid, hat die Glück gehabt. Aber ich habe auf den Namen leider keine Reservierung. Ich schau mal hier. Komm extra aus Stammig. Schau mal da. Komm extra aus Schwabing hierher. Meine Frau ist nicht drin. Ich bin drin. So. Was heißt jetzt? Ja, ich kenne sie nicht, tut mir leid, es geht leider nicht. Sie stehen auch nicht auf der Gästeliste. Ich werde mal die Frau anrufen, dass sie wieder rauskommt. Familienzusammenführung. Leider ein uralter Trick. Frau Siebeder, geht ihr mal ein Stück zurück hier. Seid so lieb. Und die drei dahinter. Das Gesetz der Türsteher. Nein heißt Nein. Diskussion zwecklos. Nein, Sie sind nicht auf der Gästeliste, okay? Tut mir leid. Hallo, grüß dich. Hallo. Servus. Nein, tut mir leid. Der Kollege kommt extra aus Nürnberg. Wir kommen auch Nürnberg, ne? Wir wollen auch einfach Nürnberg Spaß machen. Die lassen nicht uns rein. Was soll das Scheiße? Das geht es nicht so. Wir auch in diesem Mensch. Wir haben auch reserviert und wir haben auch genug Geld dabei. Es sind anständige Leute. Wir würden keinen Scheiß machen oder so. Aber ich verstehe das gar nicht. Also wir haben auch reserviert und keine Ahnung. Türsteher machen es halt immer, wie sie gerade drauf sind, gell? Genau, ja, so ist es. 96. Kann man jetzt machen. Was macht ihr jetzt? Keine Ahnung. Bestimmt einen drauf machen. Geld haben wir genug. Wir gehen was anderes machen. Ich meine, es gibt viele Leute, die behaupten dann, dass sie Freunde drin haben oder die Frau ist drin. Ich muss einen Schlüssel holen, mein Handy liegt bei der Klofrau und tralala. Die Leute finden dann irgendwas, dass sie einen dann weichklopfen können, hier reinzugehen, aber das geht halt einfach nicht. Wenn die Leute nicht auf der Gästeliste stehen, obwohl sie es behaupten und ich die auch vorher nicht gesehen haben, dann besteht halt keine Chance, dass sie hier reinkommen heute noch. Weil es ist ja auch relativ voll jetzt und das muss man auch schon ein bisschen anziehen langsam. Aber wenn die jetzt so ein bisschen smarter gewesen wären äußerlich, hätten sie ja eher eine Chance gehabt. Das ist, ja, eigentlich nicht. Also den Herrn hätte ich nicht hier reingelassen. Heute egal. Wie. Das ist unfreundlich eigentlich, Stelle von Tür. Unfreundlich. Kann nichts machen. Ciao. Probieren vielleicht hier noch. Zwischen 200 und 300 Menschen weist Dirk Smara an einem Abend ab. Guten Abend. Abend. Ihr seid auf der Gästeliste? Nein, nein. Aber sie sind gerne gutgesinnige. Was seid ihr bitte? Gäste. Ihr seid Gäste? Okay. Aber leider nicht bei uns, weil ihr nicht auf der Gästeliste steht. Tut mir leid. Ist heute gar nichts, oder was? Bitte? Ist heute gar nichts. Das ist eine Aussage, mit der ich gar nichts anfangen kann. Es ist schon was. Ist heute gar nichts. Es geht gar nichts vielleicht. So kann man das sehen, ja. Tut mir leid. Es ist unheimlich schrecklich. Ist jetzt der Abend versaut oder gehen wir woanders hin? Ja, wir gehen woanders hin. Natürlich, ja. Und hast du da auch mal ein schlechtes Gewissen, wenn du jemandem vielleicht einen Abend verdirbst, der sich drauf gefreut hat und dann wieder weggehen muss? Ja, da müsste ich mein Leben lang mit einem schlechten Gewissen durch die Straßen ziehen, weil ich habe schon sehr vielen Leuten hier den Einlass verwehrt. Aber das muss ja so sein, weil es ist halt nur ein gewisser Platz vorhanden. Und den füllt jede Disco mit den Gästen, die ihr am liebsten sind. Wer für 900 Euro eine große Wodkaflasche bestellt, hat gute Chancen, beim nächsten Mal wieder reinzukommen. Und zum Türsteher ein gewisses Verhältnis aufzubauen. Bei mir war es der Fall, dass ich eigentlich fast jeden Gast namentlich gekannt habe. Ich wusste, was er beruflich macht und ich wusste auch, an welcher Bar er sitzt und was macht der Nuckel, der jetzt irgendwie 4 Stunden lang an der Milch oder an der Cola oder ist das einer, der zwar keine Kohle hat, aber am ganzen Tisch unterhält, weil er super lustig ist und das ist eine Info, die ist natürlich Gold wert und demnach konnte man auch einstufen, mit wie vielen Leuten kann der kommen. Also auch da gab es natürlich, es gibt Leute, die können 2 Leute mitnehmen, es gibt Leute, da machst du die Tür auf und bist froh, dass er da ist und auch wenn der mit einem Tross von 20 Leuten kommt. Also das Wichtigste ist die Information. Im gerade eröffneten Hell-Leaven kocht die Stimmung. Getränkepreise sind nun Nebensache. Der 400-Euro-Champagner schmeckt auch aus der Pulle. Der Kellerclub ist total überfüllt. Die Premierengäste drängeln sich bis zum Eingangsbereich. Billy, Billy, die sollen alle mal runtergehen. Türsteher Damir verliert langsam den Überblick. Nur bei der Dame zeigen. Sag mal, wo ist denn der Penny? Ich brauche jemanden am Ausgangsbereich und jemanden, der die Leute ein bisschen runtertut. Hier soll keiner mehr stehen, bitte. Sonst wird das zu eng. Es ist eng. Tanzen geht nur noch mit viel Körperkontakt. Und noch fehlen die VIPs. Wir haben schon noch die wichtigen Leute, haben immer noch ein Plätzchen frei. Ja. Der nächste Promi trifft ein. Mit Action einmal. Genau. Jetzt die harte Tür. Jetzt die harte Tür. Nein, nicht
Ganze schon mal an einem Türsteher gescheitert? Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Also inzwischen geht's dann. Ich sag's mal so, wenn man in der Modebranche arbeitet, hat man es einfacher. Und wenn man irgendwann mal nicht hinter den Kulissen, sondern vor den Kulissen ist, hat man es nochmal einfacher. Also einfacher geht's jetzt gar nicht mehr. Also ein kleiner Promi-Bonus sozusagen. Das kommt jetzt noch dazu. Gibt's noch ein paar Bestellungen? Ja, ein bisschen. Speisekarte hoch und runter bestellt worden. Ich glaube, das ist typisch München. Ich glaube, in keiner anderen Stadt wird das funktionieren. Aber ich glaube, gerade das wollen die Münchner. Oder ich glaube, deswegen kommen auch viele hier nach München, weil es halt hier immer ein bisschen strange ist, ein bisschen überkandidelt. Endlich kommen die Gaststars des Abends, die Ex-Formel-1-Fahrer Giancarlo Fisichella und Vitantonio Liuzzi. Weil auch ein Rennstallbesitzer an der Disco beteiligt ist, wurden die beiden eingeflogen. Die Straße runter. Im P1 ist noch Platz. Türsteher Dirk Smarra sortiert, wer in ist und wer draußen bleibt. Bei dir? Geile Frisur. Ja. Was ist mit deiner? Gerade in. Genau. Größter Fehler, versuchen einen Türsteher zu überreden. Gib bitte mir und meinen zwei Kumpels eine Chance, dass wir reinkommen. Wir sind echt cool. Mhm. Wir gehen kurz rein, machen das alles. Schau, ich habe dir das gerade schon mal kurz erklärt, dass es nicht geht. Jetzt akzeptiert du das bitte, sei so nett. Danke. Ja, mach du dich doch einfach mal locker, oder? Du, ich bin sehr entspannt. So, nee, schau mal, der Einzige, der nicht locker ist, nö, du bist überhaupt nicht entspannt. Du schreist die ganze Zeit rum. Ja, das ist sehr unentspannt, was du mal machst. Willst du mir was erzählen von entspannen? Du schau mal, du brauchst jetzt keinen Stress machen. Doch, ich mach jetzt Stress. Rede mit mir oder schau mal. Stress. Wir reden nicht mit mir. Wir reden nicht mit dir, okay? Ja, ihr kommt hier schwul daher und erzählt mir irgendeine Scheiße, dass ich nicht locker bin. Du beleidige uns nicht, okay? Ich beleidige euch nicht. Ja, hast du gerade gemacht? Ihr beleidigt mich. Ihr sagt zu mir, ich bin nicht locker. Ich bin total locker. Merkt ihr was? Wir sagen. Die einzigen zwei Jungs, die hier nicht locker sind, das seid ihr zwei. Entschuldigung, Ben, sollst du diesen Ding. Ich hab das echt nicht nötig, dass du von der Seite hier rankriegst und mir irgendwas erzählst, dass ich nicht locker bin. Schau mal, der Einzige, der rankriegt, der das ist. Du hast hier deine kleine Brille auf der Nase sitzen, echt? Und denkst, dass du bist hier der Allergrößte. Ciao. Ciao. Mach's gut. Ich scheiße auf diesen kleinen Schwurbelclub hier, echt? Ich scheiße auch auf dieses kleine Drecks-B1, wo ihr alle rumkriegt und ihr denkt, ihr seid die Allergrößten. Aber ich scheiße auf euren Drecksladen. Kleines Pisser-B1. Echt mal, hier, den hier. Deutschland. Superstar. Danke. Ja, Mai, muss auch mal sein, gell? Glücklich, wer Münchens härteste Tür überwunden hat. Zur Belohnung darf man tanzen, spitzen und bitte ordentlich Geld ausgeben. Maximilianstraße. Im Hell 11 sind die ersten Premierengäste schon wieder auf dem Heimweg. Normalerweise verlasse ich nicht im einzelnen Club. Das liegt jetzt diesmal tatsächlich nicht am Club, sondern daran, dass ich morgen ein Kind in die Schule bringen muss. Das war jetzt echt lustig. Ich bin gespannt, wie es hiermit weitergeht. Zumindest bei der Eröffnung wird bis 6 Uhr früh durchgetanzt. Nur einer wacht in der Kälte. Ich bin ja selber kein Feierer. Ich schaue den Leuten lieber zu, ja, beim Feiern. Und servus, ja. Servus. Und das reicht mir dann auch vollkommen. Nur sie scheren sich nicht um den Türsteher, die echten Promis. Denn in ist, wer drin ist. Im Rolls-Royce, wohlgemerkt.